Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, und ich muss mal den Vollernter suchen für die Karotten. Ich weiß gar nicht, wie weit er gekommen ist. Ah, doch, der ist ja doch fast einmal ums Feld rumgekommen. Interessant. Schick, schick, schick. Der soll mal von seinem scheiß Bock da runterkommen. Jetzt komm doch mal runter da. Ja. Jung. Hallo? Ja? Ja? Er sitzt hier auf seinem hohen Bock und denkt, er ist was Besseres, ey. Mit so einem Riesenteil. Wie viel geht denn da rein? Es waren, glaube ich, 45.000. Okay, ich habe 40.000 drin. Gut, ja, dann sind es 45.000. Gut, machen wir weiter. Ich fahr kurz zum Lidl. Komm gleich wieder. Jo. Danke. Tschüss. Tschö. Na, fahr doch. Gut, dann verhökern wir nämlich die Ladung. Wir kriegen gerade 500, was habe ich gesehen? 467 Euro pro Tonne. 40 Tonnen geladen. Heißt, wir kriegen über 20.000. 23.350 ungefähr. Das ist eine ganze Menge. Wenn wir da 3, 4 Ladungen wegfahren, haben wir 100.000 gemacht. Wenn der Preis bleibt. Vorausgesetzt. Aber ich denke, solange der Preis gut ist, werden wir einfach ein paar Ladungen verkaufen. Damit wir auch was davon haben. Oh, nee, Mist, ey. Voll in Blitzer rein. 500 Öcken, ey. Ach, gar nicht dran gedacht. Was wir übrigens mit dem Wasser ausgehandelt haben letzte Woche, weiß ich gerade gar nicht mehr.
Mit dem Wasser fürs für die Zellulosefabrik. Ich weiß, dass ich irgendwas ausgehandelt hatte. Aber ich weiß nicht mehr was. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Hätte ich mir aufschreiben sollen. Gut. Warte mal, habe ich schon Geld gekriegt? Ja. Oh Gott, wie viel war denn das? Okay, okay, okay. Okay. 38.600. Nee. Ja, okay, ich kann ja den Gesamtwert nehmen jetzt nachher erstmal. Muss natürlich Steuererklärung machen, ist ja klar. Einnahme. So, warte, was hat das jetzt gebracht? 18.000 nur? Ah ja, klar, ich bin ja unter 500 Euro. Dann bringt es ein bisschen weniger. Aber ist trotzdem gut für Karotten. Also 500, 400... 470 Euro für die Tonne ist ganz gut. Da kann ich mir dann eventuell bald schon einen Wald dann holen. Weiß gar nicht mehr, was der kleine Wald gekostet hat, den ich ganz am Anfang mal hatte, wo ich die Fahrschule noch aktiv betrieben habe. Ich will nicht hetzen, aber ich bräuchte wieder einen Anhänger. Jo, bin auf dem Weg, bin gleich da. Gut. Alter, ist der flott voll. Hab mir gar nicht gedacht. Okay, das heißt, es ist ein bisschen knapp. Achso, okay, er war auch nicht ganz leer. Ich glaube, ich dann einfach mal noch den Joskin ans Feld stelle. Ja, müssen wir wohl so machen. Ich glaube, ich dann den Anhänger jetzt voll mache, nach Hause fahre, dann wieder abtanken, ne, dann ans Feld stellen, den Joskin hoch. Oh Gott, das wird jetzt gleich spaßig. Ich mach's jetzt mal so. Ich fahre in der Zwischenzeit schon den Joskin holen. Könnte sich zeitlich ausgehen. Auf jeden Fall ist er ja nicht so schnell wieder gefüllt. Achtung, nicht nochmal blitzen, ey. Zweimal blitzen am Tag reicht. Scheiß Fotos da immer.
der Joskin, der wird auch mal geputzt, ey. Oh, oh, und der braucht einen Service. Naja, solange da keiner nachguckt, ist mir das auch wurscht. Alter, dass die Karotten so stressig zu ernten sind, hätte ich auch nicht gedacht. Oh nein! 670 Euro. Schon über 1000 Euro Strafe jetzt diese Woche. Das ist ja... Das tut weh langsam. So, den weg. Und dann holen wir uns den da. Und ab geht's wieder zum Lidl. Ich denke, drei Ladungen können wir locker ohne Probleme verkaufen. Bevor der Preis fällt. Alter, das ist so. Das wird noch ganz schön anstrengend. Der ist jetzt erst zweimal voll gewesen, ja. Der wird, glaube ich, noch 10-mal voll auf dem Feld. Na, ja, wer weiß. Bin ich mal gespannt. Ich muss jetzt aber tatsächlich darauf achten, dass ich nicht schon wieder geblitzt werde. Kostet nämlich leider ein bisschen zu viel Geld. Ja, was macht eigentlich die Gemeinde hier, weißt du? Die hat immer noch hier auf dem Feld irgendwelchen Scheiß stehen. Müssen wir fast mal den Ding anrufen. Den Jürgen, der das alles abschleppt oder so. Das geht ja nicht, ey. Können nicht einfach ihr Equipment hier stehen lassen, weißt du? Das fängt irgendwann das Rosten an und verunreinigt das Grundwasser. Ups, also. Was zu tun. Ich weiß gar nicht, was kosten eigentlich mich die Ernte von den Karotten. Ist auch noch so eine Frage, die offen ist. Auf jeden Fall haben wir diese Woche oder machen wir diese Woche sehr viel Gewinn. Mal gucken, wenn ich noch eine Ladung. Oh, der Preis ist sogar nochmal gestiegen um 2 Euro. Haben wohl gemerkt, dass es gute Karotten sind. Dinkel war bei 820, glaube ich, gell? Ein Huni mehr gekriegt.
waren wir ein bisschen flott in der Kurve. So, aber dann haben wir jetzt schon fast 80.000 Euro Gewinn gemacht. Okay. 70.000 plus. Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal eine Ladung verkaufen. Wer weiß, wann der Karottenpreis wieder so hoch ist. Eigentlich sollte ich noch mehr Ladungen verkaufen, bis der Preis im Keller ist. Es ist kaum möglich, ey. Ich komme da gar nicht hinterher mit dem Abfahren. Oh, der ist auch randvoll, gell? Hier. Joskin. Krass. Naja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.